Hallo und willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Wir sind auf dem Weg zur Heilquelle. Ich habe ein klein wenig mein Inventar aufgeräumt und noch mehr Flaschen geholt. Natürlich habe ich die jetzt alle, nicht dass meine Begleiter die mit irgendwelchem Mist füllen und nicht mit dem, was wir haben wollen. Aber erstmal müssen wir zur Heilquelle hinkommen. Es ist kein Greif in der Nähe, das ist gut. Denn er kann auch ein klein wenig den Strich durch die Rechnung machen. Aber das wollen wir ja nicht. Hier ist noch ein Überfall. Das weiß ich. Aber nur nachts. Die ganzen Überfälle kommen nur nachts. Am Tage sind die nicht da. Gehen wir irgendwann mal hin. Da kommen dann auch noch viele Skelette mit dazu und alles Mögliche, was damit so hier in der Gegend auftaucht. Müssten da nicht Goblins sein? Naja, egal. Ja, meine Ausdauer regeneriert sich jetzt nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Weil wir schwer sind. Und hier liegen Äpfel rum. Das ist natürlich ein Traum. Den nehmen wir alle mit. Gib mir die Äpfel. Alle. Sonnenglanz nehmen wir auch mit. Können wir verkaufen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Und ich glaube nicht, dass wir es nochmal brauchen. Eigentlich ist Sonnenglanz nur für eine Sache gut. Ach, hier ist ja schon die Heilquelle. Mensch. Ich wollte schon weiter dahinter laufen, aber nö, hier ist sie ja schon. Alles gut. So. Du stehst mir leider im Weg. Einfach, weil. Mensch. Muss ich immer einen Grund haben? War hier irgendwo Fische? Das ist ein Blatt. Ja, hier. Wusste ich's doch. So, das war's. Also, fauliger kleiner Fisch. Toll. So, übergeben. Merlin. 20. Übergeben. 20. Und übergeben. 20. Und jetzt werden wir befüllen. Los, alle. Macht alle mit. Genau. Ich hatte gar keinen Timer angestellt. Ach, ich dödel. Na toll. Ah, die Folge werde ich sowieso irgendwie zurechtschneiden. Denke ich. Oder ich lasse es drinne. Ich weiß noch nicht. Ich denke, lass drin und mach sie einfach ein paar Minuten länger. So. Ihr wollt wohl nicht mehr. 10 Stück? Oh Gott. Das kann ja was werden. Ich wollte die Flaschen voll machen. Ne? Na, synchrones Wasser holen? Genau. Mach noch ein bisschen hinne, Mensch. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Quellwasser ist wichtig. Eines der besten und billigsten Heilmaterialien, die es hier im Spiel gibt. Das Einzige, was man dazu braucht, sind leere Flaschen. Aber man könnte auch das Quellwasser wieder verkaufen, was man hier sammelt. Einfach, um noch mehr Geld zu machen, um noch mehr leere Flaschen zu holen oder so. Kann man alles machen. Gar kein Problem. Auch eine gute Methode, um Geld zu machen.
Wie gesagt, wir sind jetzt nicht weit gegangen von Grand Sorin. Wir haben keine Gegner besiegt oder so. Ist wirklich nicht sehr schwer. Solange man nicht unbedingt nachts herkommt, ist das gar kein Problem. Vielleicht hier irgendwo in der Nähe ein Zielkristall noch platziert, dann läuft das. So, haben wir es dann bald mal alles. Merlin läuft schon wohl herum. Scheint, als ob die alle ihre Flaschen schon voll haben. Gucken wir mal nach. Ja, 10 Stück. Sehr schön. Dann können wir ja hier den ganzen Mist andrehen. So, dann ist sie schön überladen. Ist mir egal. Ich bin leicht. Das ist die Hauptsache. Wie viele Flaschen habe ich denn noch? 17. Ich werde nicht alle füllen. Mein Gott. Haben halt ein paar leere Flaschen dabei. So, auf geht's. Da hinten ist ein Zyklop unterwegs. Mit Rüstung natürlich alles. Nee, den will ich jetzt nicht angehen. Wir besiegen jetzt genug Banditen-Mistzeug. Alles, was hier rumkreucht und fleucht. Das reicht mir schon. Da hatte ich schon der Echsenknötern. Die will ich jetzt auch nicht machen. Auf der Karte wird auch schön markiert, wo wir hin müssen. Ist gar kein Problem. Ich muss nur bloß ein bisschen auf meine Ausdauer achten, dass sie nicht zu sehr leer wird. Hier liegt noch was rum. Gammlich. Na, nimm die doch mit, Mensch. Kann man alles gebrauchen. Da laufen sie unsichtbar durch die Gegend. Oh, auch schön. Ja, die will ich jetzt aber, ist mir egal. Lass die mal liegen da. Die sonnen sich doch auch bloß. Oh Mann. Feuer. Ja, ich weiß, dass Feuer gut wirkt. Ja, es war jetzt auch nicht sonderlich schwer. Die haben mir schön den Wagen ausgeräumt. Überfallen. Ja, wir nehmen ja alles mit. Können wir alles ein bisschen vergammeln lassen und dann verkaufen. So, hier laufen wir einfach durch. Hier hinten müssten jetzt noch zwei Banditen sein. Genau, da stehen sie auch. Schöner Wasser. Nur eine leere Flasche fallen lassen. Super. Quatsch. Hier so. Feuer. Machen wir gleich mal eine zweite Stufe. Warten auf das Ding. Wir wollen nämlich nicht heilig, wir wollen Feuer. So, da haben wir auch gewonnen. Wunderbar. Noch eine leere Flasche. Was lassen die denn alle leere Flaschen fallen? Ist ja was ganz Neues. Genau, und diesmal ist kein Zyklop da. Nee, so. Oh, gerade jetzt geht natürlich der
Waffenbuff zu Ende. Super. Aber jetzt müsste eine Kamerafahrt, also eine kleine Zwischensequenz kommen, eigentlich. Oder sollen wir ganz nah dran stehen? Na, jetzt. Hier wurde nämlich der Händler überfallen. Und da oben fliegt das Viech. Na, wer hat's erkannt? Es ist kein Harpier. Es ist doch keine... Was? Was? Hier sind doch welche. Naja. So ungefähr. Ja, es war keine Harpier. Es war natürlich auch keine Schneehapier. Es war etwas viel Fieseres. Ich mag es nicht. Und wir betreten gleich ein neues Gebiet. Ein neuer Dungeon. Feuer! Denn hier oben sind neue Banditen. Ging. Gar kein Problem. Hier oben sind noch Banditen, soweit ich mich erinnere. Genau. Machen wir hier vorne schon mal. Ah, da kommen sie mich alle an. Ja, hier sind es ein paar mehr, darum habe ich zwei gemacht. Einfach um die Sachen ein bisschen zu beschleunigen. Da hinten ist noch eine Chimäre. Könnten wir auch mal machen, aber... Ach hier. Du wolltest wohl nicht, oder was? Die wollte wohl anscheinend nicht. Na. Lass mich ja in Ruhe, ja. So. Hier gibt es nämlich einen neuen Dungeon. Einen schönen, verwinkelten, weitläufigen Dungeon. Herrlich ist der. Herrlich, sage ich euch. Und zwar die Seelenschinder-Schlucht. Ist doch einiges zu looten. Achso, ich muss ja gedrückt lassen, genau. Für die zweite Stufe. Denn hier hilft Feuer. Wer hätte es gedacht? Schnee ab hier. Ja, mach ich doch schon. Kamerafahrt. Da ist das Vieh nämlich. Und da sind die ganzen Bündel. Und einer davon ist der Brief, den wir suchen. So, ein Mistviech. Kommen wir nicht andere noch? Anscheinend nicht. Da unten? Nimm das mal.
Kriege ich den von hier aus? Ich glaube eher nicht. Könnte ich den mich schon herlocken? Na, gerade so nicht, ne? Da kommt ein Schneehab hier. Ah. Ja, da haben wir ihn getroffen. Da kommst du jetzt zu uns rüber, oder? Ja, genau. Oh, das ist abgestürzt. Und tschüss. Ist jetzt tot? Nö. Wieso ist er nicht tot? Über uns fliegt irgendwo ein Schneehab hier. Da ganz oben. Kommst du jetzt wieder hoch oder nicht so? Jetzt ein Bogen, ne? Jetzt ein Bogen. Ach Mann. Naja, was soll's. Was willst du machen? Wo ist die Leiter? Da vorne. Hier gibt es wieder eine Menge zu holen. Einmal das. Sind schon alle tot? Das ging ja schnell. Das ist ja schön. Nö, hier nicht. Alles klar. Ja, ich weiß. Sollten sie noch Gespenster. Oh mein Gott. Das ist der Mahlstrom. Von der guten Merlin. Ah, da ist er wohl. Oh Gott. Bastard schwingen. Genau, das war ein Gargoyle, den wir gerade besiegt haben. Hatte auch eine Bossleiste, aber nur eine, aber es hat ausgereicht. Gargoyles können versteinern und das macht sie zu ziemlich schwierigen Gegnern. Nein, so. Das war's schon. Okay. Na, die hatten uns doch gesehen, oder? Oder? Komm runter. Komm. Ach, Mann. Dämliches Viech. Feuer. Wo denn? Ach, da. Ah, Rang ab. Da haben wir das Maximum erreicht. Ist doch schön. Genau, da haben wir die besiegt. Läuft doch, riesige Geldbeutel. Hier gibt es auch viel zu looten noch. Ja.
Heilig. Hold on, I'll be there shortly. Genau, komm mal her. I'm on my way. Damit ihr alle heilig abkriegt. Denn hier vorne sind wir Gespenster. Ja. Hast du das schon? Nein, natürlich nicht. Jetzt war's das. Oder? Ich denke schon. Ja, was wir suchen, ist nämlich direkt über uns hier, praktisch, mehr oder weniger, auf dem Vorsprung. Ah, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Wir müssen nämlich erst, hier, was liegt das Wichtigste? Erst ganz runter und dann wieder ganz hoch und dann kommen wir dahin, wo wir hin wollen. Oh, was haben wir denn da gefunden? Ja, hier irgendwas gefunden. Das ist auch nicht hier. Basilisk 1. Sehr schön. Ah, Basilisk 1. Hier können wir jetzt runter. Das ist nochmal so eine kleine Schleife. Ein großes offenes Gebiet. Wahaha, es wird doch nicht etwa ein Bosskampf kommen? Ja, genau, hier ist nämlich eine Bossarena. Aber erst später und das auch nur, wenn wir den Gegner entkommen lassen. Wir kämpfen gegen ihn. Und wenn wer entkommt, dann flüchtet er hierher. Wir müssen ihn hier besiegen. Kann man schon. Ja, da haben wir schon. Ah, schade. Ich wollte es eigentlich noch nicht spoilern, aber es ist ein Basilisk, gegen den wir hier kämpfen. Wir haben Basiliskenfluidum gefunden. Das ist, ja, keine Ahnung, der Speichel oder so. So richtig weiß ich es jetzt nicht. Auf jeden Fall heilt es Versteinerungen. Und ich glaube nicht nur von uns, sondern von der gesamten Gruppe. Müsste ich jetzt nachgucken. Heilung. Basiliskenfluidum. Eine Gruppe. Heilung, Versteinerung. Genau. Dreizahn. Schöne Waffe. Es gibt natürlich bessere, aber Dreizahn ist schon nicht übel. Eine zweihändige Waffe für den Krieger, den wir natürlich auch noch spielen werden. Irgendwann. Ja, wir sind jetzt den Rang ab. Wir müssen jetzt Max Rang sein. Ja, genau. Dann werden wir in absehbarer Zeit die Klasse wechseln. Wenn ich dran denke, sofort nach der Seelenschinderschlucht. Oder beziehungsweise wenn wir die Quest abgegeben haben. Oder nein, nein, schon vorher, Quatsch. Das können wir ja gleich nutzen, dass wir die Quest abgeben, um ein wenig schon zu leveln, die neue Klasse dann. Ich weiß noch nicht, welche Klasse wir spielen als nächstes. Vielleicht den Kämpfer. Also mit Einhand und Schild. Im Prinzip dasselbe, was wir jetzt schon sind. Nur halt mit anderen Fähigkeiten und keine magischen Skills mehr dazu. Aber hier beende ich erstmal die Aufnahme. Wir sind jetzt hier nämlich einmal einen kleinen Rundgang gelaufen und sind jetzt hier wieder, wo wir waren. Und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Tschüss.